Ein herzliches Grüß Gott zu unseren Heimatgeschichten. Diese Woche sind wir am Schliersee unterwegs und wir zeigen Ihnen heute Ausschnitte unserer Woche. Jeden einzelnen Beitrag finden Sie in kompletter Länge in unserer Mediathek. Und wir waren ganz weit oben in einer Alm, die bekannt ist für ihren Speck. Da steht Speckküche, da müsste das sein. Schauen wir mal. So, Sepp. Also jetzt habe ich den Hut endlich gefunden gehabt, aber den Sepp schon wieder verloren. Speckküche stand hier, hier ist er aber gar nicht. Ach, da unten! Ja, ich komme auch wieder. Was? Hey, da bist du hier. Ist es ja total verräuchert und es riecht aber auch stark nach Speck. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt, sonst würden wir das riechen können. Ja, das war nicht schlecht. Aber hier ist also dein Räucherofen. Ja, genau. Wo ist denn der genau? Mein Räucherofen ist da schon, ja. Ah, hinter dir. Freilie, wir können mal vorsichtig aufmachen. Ja. Aber jetzt nur mal ganz kurz, weil da wird ganz schön Rauch drin. Ah, okay. Ah, da hängt jetzt, da hängt da drinnen. Schau hier. Speck, wow. Die glauben, wir waren wieder zu, weil sonst werden wir auch noch geräuchert. Was ist jetzt das für einer, der da gerade drinnen hängt? Das ist ein Haselnussspeck. Aha. Möchtest du probieren? Ja, gern, gern. Können wir den probieren? So, dann tue ich ihn raus, oder? Mhm, gerne. Kurz können wir aufmachen. Ja. Ah, die schauen schön aus. Ah, die musst du doch abschneiden. Ja, das ist schon ein ganz schöner Rauch hier. Hier unten. Ja, da werden wir wenigstens ärgereichert ein bisschen. So, schau her. So, voilà. Also da ist da so viel Haselnuss drinnen, dass man da echt sogar eine allergische Reaktion drauf haben kann. Sehr unglaublich. Ja. Aber ich lese ja da hier, da steht auf deiner Tafel Zirbelspeck, also gut, Haselnuss, Whisky haben wir schon, Bier, Bergspeck, Rinderspeck. Ja, du hast echt einen Haufen unterschiedliche Sorten. Ja, bestimmt 12 Sorten. Sind die alle da drin gerade? Nein, alle haben nicht drin, weil die paar haben wir schon verpackelt oder ein paar haben noch hinter so. Aber da sind trotzdem unterschiedliche. Ja, aber hier kann man ja wirklich sich den ganzen Tag durchfressen. Da kann man schon ein bisschen sündigen hier, gell? Ja, für die Sündigung, da habe ich was. Wirklich? Ja, freilich, soll ich das sagen? Ja, bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Weiter. Packen wir's. Und vom Speck geht's jetzt zum Whisky. Denn sogar hier in Bayern wird dieser gebrannt. Und da habe ich mich hin verirrt. Hör ich da was? Irgendwie höre ich jetzt, glaube ich, noch Schritte. Hoffentlich hat sich nicht noch ein Geist hier verlaufen. Da ist ja jemand. Hallo. Hallo. Grüß dich. Was ist denn das hier? Wer bist denn du? Ja, du bist jetzt im Lagerhaus beim Schliers Whisky zwischen den Holzfässern. Deswegen riecht es hier so gut. Ja, genau. Da ist man ja gleich ein bisschen high. Da riecht man den Alkohol, da riecht man die Reifung, genau. Also da brauchen wir keine Angst haben. Nein, da braucht man gar keine Angst haben. Da ist eigentlich alles ruhig herin. Ich schaue gerade nach die Fassel, kontrolliere das ein bisschen, die Qualität. Und wie lange muss das hier lagern? Ganz unterschiedlich. Also da lagern Whiskys bis zu 18 Jahre zurzeit. 18 Jahre lang? Ja, ja. Bis man volljährig ist und dann darf man erst raus. Genau, teilweise. Also es geht los bei 3 bis 4 Jahren. Und geht aber hoch bis 18 Jahre. Boah. Und riecht immer so? Oder lässt es irgendwann nach natürlich? Nein, lässt nicht nach, weil die Fässer, die sind ja lebendig. Holz ist ein lebendiger Stoff. Da entweicht immer was. Also das Whisky soll wirklich so sein. Das ist eigentlich der Sinn des Holzfasses, oder? Dass da was entweicht. Genau. Das, was entweicht, ist eigentlich nicht der Sinn. Ja. Der Sinn ist aber das, was reinkommt. Da kommt der Sauerstoff, das Luftklima, die Umgebungs Klimatik kommt da mit rein und das lässt unseren Whisky reifen. Nicht alle Fässer lagern hier, also jedes Lager verhält sich auch verschieden von den klimatischen Bedingungen, von der Luftfeuchtigkeit. Wir haben zum Beispiel auch ein Lager oben am Stümpfling, unser Mountainlager, da wo es viel kälter ist, die Luft ganz andere ist, auch die ganze Temperatur was anders ist. Und da reift der Whisky natürlich auch. Ach, das ist ja echt interessant. Also experimentiert ihr da mit der Höhenluft sogar? Ja, genau. Und deswegen schmeckt der Whisky auch ganz anders, durch die Reifebedingungen. Und das heißt, du musst die hier aber auch dann immer wieder mal probieren? Man muss ja immer wieder probieren. Also jedes Fass reift anders. Das reift alles sehr gleich. Hier, das ist zum Beispiel ein jüngeres Fass aus 2018. Dann haben wir hier auch Fässer aus 2013. Muss man immer wieder kontrollieren, dokumentieren. Und
dann entscheidet im Endeffekt das Fass, wann das aus dem, rauskommt. Wir sagen nicht auf dem Papier, das muss jetzt da 18 Jahre drin bleiben und sind da stur, sondern das entscheidet der Geschmack, wann das eigentlich reif ist, also die Zeit. Also da musst du wirklich in deinem Beruf hier täglich den Whisky probieren, kann ich mir das so vorstellen? So ist richtig und das ist ja das Schöne an dem Beruf hier. Und kannst du mir das zeigen? Kann man da mal ein bisschen unterschiedliche Whiskys probieren? Ja sicher, da probieren wir jetzt was, da gehen wir rüber in die andere Fasshalle. Okay. Da sind nämlich die Spezialfässer. Da bin ich gespannt. Wenn Sie noch das Herz der Destillerie sehen möchten, auch dieser Beitrag ist auf unserer Homepage zu finden. Gleich geht's weiter mit Andi Essendorfer und Markus Wasmeier. Wir sind am Schliersee und haben den bayerischen Indiana Jones gesucht. In der ganzen Welt ist er unterwegs, bringt exotische Rezepte aus allerlei Küchen mit und füllt sie hier am Schliersee in Gläser. Und davon erzählt er uns. So, jetzt bin ich hier auf dem Berg und suche ihn, den kulinarischen Indiana Jones, von dem der Hans gestern erzählt hat. Schauen wir mal, hier hockt einer. Servus. Du, hast du den Indiana Jones gesehen? Du ist am nächsten Berg drin. Wirklich? Ja, okay. Bitte schick mich nicht weiter. Ja, ich glaube, du bist schon richtig. Schon? Ja. Bist du der Andi? Ich bin der Andi. Ja, servus. Darf ich mich mal zu dir setzen? Ja, freilich, wenn du schon da bist, ja, dann werde ich dich jetzt auch nicht weiter schicken. Das ist nett. Du. Was treibt der Affe? Ja, jetzt wollte ich dich schon einfach kennenlernen, weil ich habe gestern deinen Aufstrich probiert, der ja sagenhaft war. Wie ist das zugegangen? Ja, beim Hans, den haben wir besucht, beim Schliers. Beim Nachbarn. Whisky, ja. Genau. Und da habe ich gehört, dass du deine Ideen aus der weiten Welt holst, oder? So ist es. Stimmt das? Erzähl mir das mal. Wie bist du dazugekommen? Ja, heute habe ich mir gedacht, gestern mal im Berghafer, dass der Ruhe hast, gell? Das kommst du daher. Ja, gell, Mist. Nein, es macht nichts, gell? Hübsche Dirndl dürfen da schon Platz nehmen. Ja. Nein, wie geht das? Ich bin heute schon früh auf der Welt umgekommen, aber nicht nur, um mich immer die Welt umzuschauen, sondern um vielleicht kulinarisch die Welt umzuschauen. Gell? Aber und bist du Koch oder irgendwie vom Nein, bin ich nicht. Ja, ich bin lange in der Gastronomie unterwegs gewesen. Das schon. Habe eigentlich ganz was anderes gelernt. Was gell? Denn? Ich bin eigentlich gelernter Speditionskaufmann. Ah, gell? Okay. Ja. Aber ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und meine Mutter positiv gemeint, ist eine Kräuterhex. Ja. Und ich habe schon gerne meiner Mutter über die Schulter geschaut und war nicht mit dem Vater auf dem Feld, natürlich auch, logischerweise. Gell. Aber das hat mir halt Spaß gemacht. Und das Wissen dieser Kräutersammlung meiner Mutter hat mich dann auch so weit gebracht, dass ich irgendwann das Kraut gegen Dummheit entwickeln konnte. Gell. Und wenn man am Schliersee ist, darf natürlich ein Mann nicht fehlen. Und das ist Markus Wasmeier. Der ehemalige Skirennläufer hat hier ein Freilichtmuseum errichtet. Und das ist wirklich Bayern wie aus dem Bilderbuch. Die sind der Wahnsinn. Wie alt können die denn dann noch werden? Ja, die werden schon so 25, 28 Jahre. Also in der Gefangenschaft. Und sind der Wahnsinn. Und du hörst das ja am Ton schon, wer kommt. Also wenn es daheim ist, das ist die besten Wachhunde eigentlich. Ach so, die erkennen, wer nach Hause kommt. Und dann hörst du es am Schreien schon, ob es ein Fremder ist oder ob es meine Eltern sind oder irgendwie. Unglaublich. Ja, ja. Und dann möchte ich endlich mit Markus anstoßen und mehr über die Anfänge des Museums erfahren. Ah, lecker. So, aber sag mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, hier so die Bauernhäuser herzustellen? Ja, das wissen die wenigsten, dass er eigentlich meine Vergangenheit so ist, dass er immer Handwerker werden wollte. Ah. Mein Vater ist Restaurator und Kirchenmaler. Und der hat sich da damals, wie ich 11 Jahre alt war, so von den Museen so inspirieren lassen, dass er selbst so ein kleines Häuschen wollte. Und ist dann wirklich eines gefunden worden. Und 1700 ist das so. Und das habe ich dann mit 11 Jahren mit meinem Vater zusammen schon transferiert. Also wirklich abgebaut vor Ort und wieder aufgestellt, wie eigentlich im Museum. Ach, also das heißt, weil es an dem Ort, wo stand, halt. Da hat es weg müssen. Ja, genau, da hat es weg müssen. Es mitgenommen. Genau, haben wir es mitgenommen. Meine Mutter hat damals gesagt, ein teures Brennholz haben wir da gehabt. Und so bin ich das erste Mal mit diesem Virus da in Kontakt gekommen und wollte immer ein Geschreiner da machen.
Der hat mir wieder zum Skifahren den freigegeben. Mhm. Und dann habe ich Maler und Lackierer gelernt, eben um gleich Kirchenmaler und Restaurator zu werden. Mhm. Und in der Zeit, wo ich dann Ski gefahren bin, habe ich mein Haus transferiert mit einem Zuhaus noch, einem Vater noch ein Zuhaus. Also waren es vier Gebäude, die ich dann schon komplett versetzt habe, wo wir jetzt halt ja alle drin wohnen. Mhm. Und dann nach der Karriere ist eigentlich wieder mein alter Beruf so wirklich so kreativ wieder gekommen. Und die Häuser waren alle vor dem Verfall, also das Dach eingefallen und wären für immer verschwunden gewesen. Und waren diese Gebäude dann alle hier aus der Gegend? Mein Einzugsgebiet ist so zwischen Isar und Inn. Isar und Inn. Das ist sprachlich wie auch baulich praktisch, sind das die Grenzen. Und ich habe zwar einen, ich sage mal aus Spaß, Ausländer, das ist aus Berchtesgaden, die Alm. Und die war aber so wertvoll aus dem 16. Jahrhundert, dass ich die einfach nicht zu Brennholz verarbeiten lassen sollte. Und dann habe ich die gerettet mit dem Hubschrauber. Und ja, es war ganz eine spannende Geschichte. Ja, genau. Aber jetzt trinken wir mal. Gell? Vielen Dank. Also jetzt bin ich gespannt, was du das hier für die Nachwelt am Leben erhältst. Genau, es sind leider die letzten Orte. Ich würde es auch gern, dass die Häuser an den Ort da stehen bleiben und erhalten bleiben. Aber wenn es halt gar nicht mehr geht, wenn halt die Erben dann mehr oder weniger das verfallen lassen, ist jetzt auch keinem was gewonnen. Ja, genau. Von daher ist doch schön hier, dass man es besichtigen kann. Ja, und besichtigen. Auch reingehen kann dann eben. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist bei der Geschichte, ich sehe mich ja zwar als Museum, aber ich bin eigentlich eher ein Vermittler von Kultur und Geschichte. Auch mit seinem Handwerk, das heißt die Wertigkeit des Handwerks, was die wirklich die Künstler können, wie das einfach aufwendig und Zeit kostet, dass es nicht so billig sein kann. Und natürlich auch die Lebensmittel, wie Bier, wie Brot, wie Schnaps und so weiter, Sirupe machen, Kräutergarten, Samen herstellen. Und also das sind halt alles so ehrliche Dinge und die kann man da hautnah mit allen fünf Sinnen praktisch erleben. Und das ist eigentlich so meine Idee, ein Museum zu führen. Ja, schön. Und für die kommenden Generationen wertvoll. Genau. Vielen Dank, Markus. Liebe Prost. Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's vom Schliersee. Wiederschauen. Prost.